Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Und zwar handelt es sich um das Point-and-Click-Adventure, bisschen horrormäßige Point-and-Click-Adventure, Bear With Me. Und ich finde diese Musik im Hintergrund unglaublich schön. Ich habe die erst schon beim Anspielen, beim Testanspielen gehört und musste erst mal eine Weile lauschen. Den Titel habe ich gesponsert und geschenkt bekommen vom lieben Roy, auch ein Let's Player, jetzt seit schon einer ganzen Weile eigentlich schon. Und falls ihr euch denkt, was für Let's Plays macht denn der liebe Roy und wie macht er das, dann schaut doch einfach mal in der Infobox nach, dort werde ich ihn verlinken und ansonsten findet ihr ihn immer unter meinen favorisierten Kanälen, genauso wie zum Beispiel die liebe Fly und den lieben Dom, genau. Nicht, dass ich irgendjemanden hier vergesse. Und ein paar große Standard-Let's Player, möchte ich mal sagen, die ich furchtbar gerne schaue. Aber schaut doch mal bei den anderen kleineren Kanälen vorbei. Ich denke, dort kann man auch an dem einen oder anderen Let's Play gern mal hängen bleiben. Zurück zum Spiel. Vielen Dank, Roy, für dieses Geschenk. Ich wurde zwar schon in den Kommentaren dafür kritisiert, dass ich in der letzten Zeit relativ viele Point-and-Click-Adventure spiele, obwohl ich mich ein bisschen bemüht habe, das mit realistischeren und Horrortiteln abzustimmen, aber wahrscheinlich dominiert es doch ein bisschen zu sehr. Ich verspreche, dass ich in Zukunft ein bisschen ausgewogener das machen möchte, nur habe ich solche Lust jetzt auf Bear With Me gehabt, weil es so ein bisschen, ich sag mal, Friend Bow-mäßig aussah, auch wenn jetzt der Grafikstil natürlich, so wie es zumindest bis jetzt aussieht, stark anders ist. Aber es hat mich daran so ein bisschen erinnert von der Story her. Ich glaube, die Kleine hat ihren Bruder verloren. Zumindest habe ich so viel auf der Homepage gesehen vom Entwickler. Die übrigens, wie immer, Exordium Games heißen die Mann. Unten in der Infobox genauso verlinkt ist, genauso wie dieses Spiel, falls ihr Lust habt, es selbst zu spielen. Aber genug der Rede, würde ich langsam mal sagen. Ich spiele das momentan auf den Ultra-Einstellungen, die es gibt. Und ich hoffe doch, dass der Sound so passt. Falls nicht, haut es mir gerne in die Kommentare. Ich habe die Sprache auf laut gemacht, die Musik halb laut und die Effekte so ein bisschen dazwischen. Aber ich würde sagen, genug der Rede und wir spielen jetzt ein neues Spiel. Und da sind wir auch schon mitten im Spiel und ich habe nicht mal ausprobiert. Steht hier Fresh drauf? Wahrscheinlich Fresh Coffee oder sowas, ja. Ich habe noch nicht mal ausprobiert, wie man hier interagiert und sowas. Ich habe bloß geschaut, dass hier so ein bisschen die Einstellungssache ist. Und hier sowas wie unser Inventar, in dem wir ein Schweizer Taschenmesser haben. Das können wir, oh, das können wir rausziehen und dann verwenden. Okay, das wollen wir aber noch nicht tun. Wir schauen mal, oh, es hat eine kleine Tatze. Wie süß. Wir schauen mal so ein bisschen, was wir hier alles haben. Fall? Ah, sehen auf Fall und verwenden. Wir gucken es erstmal an. If I had a label maker, I would label this Amber Stuff. And I would keep my label maker there. Ah, ist das sowas wie unser Inventarding? Meinen die das damit? Unsere Schachtel hier quasi? Weil hier unten steht auch Ambers Sachen. Können wir was nehmen oder so? Ah, Batterie. Nehmen wir auch mal mit? I'll just pick this up. You never know when it might come in handy. Da hat sie vollkommen recht. Ah, das Zettelchen können wir nicht haben. Das Ding können wir auch gar nicht mehr anklicken. Was ist mit unserem Bett? It's my bed. It comes with all the luxuries a bed should have. Ja, mit Kissen und sowas alles. Hierhin, das ist so eine Schnur, die können wir aber nicht nehmen. Das ist Kissen. Ist da was drunter? So fluffy and comfortable. Oh ja, ich liebe mein Bett auch. Okay, wir können also nichts... Oder sind das einzelne Kissen oder ist das zusammen? Ich versuch's mal hier. It's where I rest my pretty little head. Okay, sie sagt also mehrere Sachen auch noch. It's my bed. It comes with all the luxuries a bed should have. Okay, sie sagt nicht immer verschiedene Sachen. Gut, dann haben wir das Bett jetzt erkundet. Hier drüben habe ich gesehen, Schrank. Können wir... Okay, Westflur, wir gehen erstmal beim Schrank gucken. I should talk to Millie. She seems frightened. Vor dem Gewitter oder warum... Schrank, wir können hier noch nicht rein. Warum leuchtet das? Weil wir was Neues bekommen haben. Batterie. Nutzt uns noch nichts. Ich nehme an, wir brauchen es später mit
einer Taschenlampe oder irgendwie sowas. Brille, die sticht mir hier so ins Auge. Können wir die haben? They belong to my mom. She must have forgotten them in here when she was cleaning. Okay, können wir die haben? I don't really need glasses, but maybe they'll come in handy. Better take them with me just in case. Genau, wir sind nämlich in meinem Adventure. Wir brauchen alles. Pflanze. I don't have a green thumb, like, at all. Well, I do now, but I was doodling with a green crayon last night. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Ich finde übrigens, dass sie dafür, wie alt sie aussieht, denn ich würde sie jetzt, keine Ahnung, 10, 11, 12 vielleicht schätzen, vielleicht sogar noch kleiner, hat sie eine unglaublich erwachsene Stimme. Da hätte ich mir vielleicht sogar eine jüngere gewünscht. Nothing interesting about them. Well, one of them has a PhD in clinical virology, so I guess that's something. Okay. Truhe, können wir die? I use this chest as a reading bench sometimes. Unlike most women, I just like to sit near the window on a cold autumn day under a warm blanket with a good book. It's just this weird quirk I have. Das habe ich früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, auch furchtbar gern gemacht. Ich habe auch ein ziemlich breites Fensterbrett gehabt, da konnte man sich auch drauf pflanzen und ach, wegen der Brille. Und dort konnte man lesen oder einfach nur rausschauen. Oder beim Gewitter habe ich da auch gern gesessen. Und dann hat sich mal der Wind gedreht beim Gewitter und ich habe so viel Regen auf Schlag abbekommen, dass ich dachte, ich wurde mit dem Wassereimer überschüttet. Dann war ich etwas vorsichtiger. Karteikasten, okay. I just can't seem to find any time in my busy schedule to unpack properly. Okay, Fenster. Können wir das aufmachen oder so? Since I'm paying for the view, I might as well enjoy it. Bücher. I've read all of these. Some of my favorites are The Adventures of Whodunit. Done it like almost gets whacked. There is no I in crime, except for that one. And Love in Other Words, a dictionary review. Okay. Abendessen, Lampe. Können wir das futtern? Early bird cornflakes. I like to eat them in the evening, completely disregarding their overly advertised intended use. Ich esse auch furchtbar gern mein Müsli abends. Ich weiß auch nicht, warum. Das schmeckt einfach abends. A miracle of modern technology. Oh ja, Lampen. My collection of paintings. Mom said I could have any painting in the house for my room. It was a rigorous selection process. Was ist das auf den Bildern? Das sieht aus wie ein Gebiss von innen oder sowas. Ich glaube, das ist was vollkommen anderes, aber es erinnert mich daran. Es sieht aus wie ein Berg. Ich habe keine Ahnung. Die Uhr scheint kaputt zu sein. It's a broken clock. Totally useless without the small hand. Hm. Radio? It says Gaga on it. Or is it Goo Goo? Ist das eine Queen-Anspielung? Okay, das war jetzt nicht sehr effektiv. Biologiebuch. It's all about the birds and the bees. And how the birds like to eat the bees and other insects. Meine Katze isst auch gerne Insekten. An extensive collection of colored pencils I acquired over the years. Ich habe das geliebt, früher als Kind mit Buntstiften zu malen. Ich mochte Filzstifte immer irgendwie nie. Hier ist nichts, ich kann nicht in die... Doch, Schublade, kann ich gucken. Yes, yes, drawers. What will they think of next? Diese Verrückten. Oh, that's right. I remember playing with this a couple of days ago. It fell on the floor and the lens broke. I'll take the magnifier with me, but I better repair it before I return it to Ted. Okay. Kann ich... Oh nein, nicht weitergehen. Ah, es fehlt also... Können wir das kombinieren irgendwie? Are you even trying? Was denn? Hier sind Gläser drin und... Ach, vergiss es doch. Schublade. Können wir die auch aufmachen? Yes, yes. Okay, ich unterbreche sie mal. Das hatten wir schon. Pappkarton. It's filled with stuff I brought from the city. Können wir den vielleicht, also... I don't think so. Na gut. Dann reden wir jetzt wirklich mal mit Millie, die aussieht wie eine alte Oma-Giraffe, oder? Oh, wir gucken sie erst an. Millie, my toy giraffe. I've had her since I was 5 years old. She seems frightened. I should talk to her. Hat sie gesagt, my toy giraffe? Millie, my toy giraffe. I've had her since I was 5 years old. She seems okay, ich habe gedacht, dass die Personen wie in der Fabel quasi irgendwie mit Tieren dargestellt werden, aber dass sie wirklich sich bewusst ist, dass das hier ihre Spielzeuggiraffe ist, die mit ihr gealtert ist, das ist irgendwie schräg. Aber na gut, der Teddy ist auch der Inspektor. Ich weiß das noch nicht ganz zu deuten. It seems you had a nightmare.
Ich erinnere mich nicht wirklich. Es gab da dieses Feuer. Ja, aber ich komme mit Albträumen zurecht. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht an einen Albtraum. I don't really remember. That's all right, miss. Nightmares are best forgotten. I guess you're right. What are you doing here, Millie? Is everything okay? Oh no, miss. Something terrible is happening down in Paper City. I came here as soon as I could. I wanted to warn you and your brother not to go there, but when we arrived, I could only find you. What do you mean? Miss, I'm afraid your brother is missing. I have to go find Flint. Millie, you stay here and rest. I'll come and check up on you later. Please, before you go around looking for your brother, miss, go and find Mr. Bear and ask him to come along. He's retired now, but he was always so fond of you. I'm sure he'll help you out. He may not be an easygoing man, but he has a kind heart. Ted? I know where he is. He has a small office in my closet, but Ted and I, we can't work together anymore. Mostly because I'm still smart and driven and he's become a burnout. I haven't seen him since he left the city. But whatever falling out you two had, I beg you to reconcile. Ich glaube, ich kann meinen Bruder allein finden. Okay, Millie, ich werde ihn darum bitten. Da sie uns darum bittet, will ich sie mal nicht anzicken. Okay, Millie, I'll go ask him. But I'm not sure if he'll even hear me out. We left off on a really bad note. It's a shame you two aren't working together anymore. You were always such good friends. But for your sake, miss, please don't go wandering around alone. There is something else I haven't told you about. The reason I came all the way down here. There is this man that came down to Paper City a week ago. He's asking a lot of questions about you. What man? We call him the Red Man. There were a lot of fires down in the city this past week, ever since he showed up. The officials are burying their heads in the sand, while this man has an entire city, your city, miss, cowering in fear. Well, Paper City Police Department isn't known for its heroic head-on approach to crime fighting. The mayor and the commissioner have issued a citywide lockdown until all of this is sorted out. A lot of people are escaping the city. We managed to escape through the East Tunnel's maintenance route, but most of the exits are closed off now. You said we escaped. Is someone else here with you? The mugshot boys helped me through the East Tunnel. Bless their hearts. We arrived at Flint's room, but he wasn't there, so I came here to wake you up. I have to go now, Millie. I'll be back as soon as I can to come check on you. Do you need anything? I'm fine, little miss. I just need to rest, is all. Please, before you go out, find Mr. Bear and ask him to come along. Okay, was mir während des Gesprächs aufgefallen ist, wir haben ja schon festgestellt, dass sie eine relativ erwachsene Stimme hat dafür, dass sie so klein noch ist. Aber die Ausdrucksweise, die sie so benutzt, die ist auch eher erwachsen. Es ist irgendwie schräg, als würde eigentlich eine erwachsene Frau handeln, die aber in ihrer Kindheitswelt gefangen ist, in Anführungsstrichen. Und ich finde übrigens das Outfit, was die Entwickler ihr gegeben haben, mega süß. Also mir gefällt das extrem gut. Und was ich am Anfang des Spiels vergessen habe zu erwähnen, das ist mir während des Dialoges eingefallen. Dieses Spiel ist, genauso wie Bertram Fiddle, ein Episodentitel. Ich weiß nicht, wann die nächste Episode rauskommt bei dem hier. Ich werde es mal nachschauen und mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die anderen Episoden auch noch spielen. Es wird bloß eine Weile dauern und ich werde dieses Let's Play pausieren müssen, bis die weiteren Episoden dafür dann da sind. Aber nun weiter zu Teddy, denn ich denke, er wird sich hier im Schrank befinden. Amber Ashworth, if I had a nickel for every time this broad got me into trouble, I'd be neck deep in nickels right now. Something was different this time. I could feel it in the air. Someone really put the scares on her. Despite her fragile appearance, Amber's a tough kid, so it was unusual to see her like this. She starts talking, and I start pretending I don't care. I told her I'm retired, for good this time. Fell on deaf ears again.
Anyway, she starts talking about Millie, Paper City, her brother, and all that jazz, and I'm wondering how many times we've gone through this before. You see, we have this routine where she asks me for help, as she always does, and I play hard to get, as I always do. Eventually, I give in. We've done this so many times, I've lost count. She knows the drill, and so do I. Might as well just hear her out. Her words ring through my office. They get stuck in this haze around my head, and then they get lost in the cold autumn rain outside, tapping on my window in this hypnotic manner. It's calming in a way, or is it the booze that makes me calm? Not much to do when you're retired, and hobbies were never my cup of tea. I know her standing in my doorway with her lady in distress shtick means bad news for me, and yet I know I'm in for it again. The sun is slowly setting and the rain gets heavy. The news said there will be a storm tonight. Hi, Ted. I heard you've retired, but... Cut the ceremony, doll. I ain't doing it. Doing what? Whatever little plan you've schemed up this time to ruin my life. You're bad news, doll. Always were. Do me a solid this time, and leave me out of it. I'm busy. I knew you wouldn't help me. I only asked because Millie insisted you come along. Millie? Are we investigating old wives' tales now? It's getting late, doll. Shouldn't you be in bed? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich war schon im Bett. Du machst zu viel Krach. Ich habe bald Geburtstag. Ich wäre dafür... Ich war schon im Bett zu nehmen. Alles andere klingt irgendwie so ein bisschen zickig. I was in bed. Millie woke me up. Well, you should ask her to help you out then. So, you're saying I should ask an old blind woman to help me out? That old broad is tougher than she looks. Now, if you don't mind, I have some real work to do. Oh my god, you're still mad at me? After all this time? I really need your help, and I kind of promised Millie I would ask you to come along. Mad? Why would I be mad? I was almost thrown into a wood chipper thanks to you. I was lucky. One of the guys we investigated is in my birdwatching, poker and cigar club. And where were you? You ran off. I was following a lead, somewhere else. Yeah? What'd you found out? Not much. Not a goddamn thing. Listen, doll, I've got a nice little setup here. Lately, I've been doing some tailing work for jealous husbands down in the city. Bunch of nervous train wrecks, but the money is good. I grew tired of pulling bloated toys out of Dredge River. Our days of crime fighting are over. That whole thing, it's behind us. It belongs in the past. Capiche? You've been practicing this speech, haven't you? A little bit. How was it? It was okay. The part about the bodies was a bit much. I threw that in for dramatic effect. It wasn't in the original draft, though. No, it was good. It gets the point across. Does it really? You're still here. And I still have a lot of work to do. Müssen wir das wirklich wieder machen? Du schuldest mir Miete. Ich glaube, ich gehe einfach alleine. Na, wir versuchen es mal mit Schuldgefühlen. Okay, so you've made your point. I guess I'll just go alone. Into the night. Hope no one stabs me in the back. Fine. I guess if I come along, they're going to stab me instead. What's this nonsense all about anyways? So, according to Millie, a lot of things are happening down in Paper City lately. What things? Like, all sorts of bad things. And there's this guy that's responsible. According to Millie. The mayor has issued a citywide lockdown. No one is allowed to leave or enter the city limits until all of this is sorted out. They've managed to escape through the East Tunnel maintenance route. But I think that's been closed off, too. They? Millie und das Paper City Orchestra, Millie und die Pappmaché-Vereinigung von Paper City, Millie und der Weinkäse-Club des Monats, Millie und die Vogelbeobachter der Welt, Millie und der Cantaloupe-Enthusiasten von Paper City. Ich weiß nicht, ich möchte übrigens mich korrigieren, ich dachte ja, sie hat irgendwelche, keine Ahnung, Depressionen oder sowas als erwachsene Frau, sodass sie sich wieder in ihren Kindheitskörper rein
wie nennt man das, reinbegibt. Aber ich glaube, das ist einfach der Witz von dem Spiel. Schon die Ansprache von Teddy. Und ich fand diese Zwischensequenz, die gerade eben war, so lustig und so eine schöne Anspielung auf die alten Detektiv- und Noir-Filme, dass ich richtig begeistert war davon, wie das alles gemacht wurde. Die Aussprache bzw. der Sprecher davon selber, die Wortwahl. Ein so cooles Spiel. Also ich bin jetzt schon mega begeistert. Ich würde sagen, wir machen das. Yeah, Millie and the Wine and Cheese of the Month Club. They need a place to, get drunk and eat cheese bits? It's called a living room. They have clubs for everything these days. Wait, are you making this up? Yeah, sorry. The mugshot boys helped her out. I know how much you don't like them. I mean, what's not to like? Fact that they're thieves and thugs? They literally stole a candy from a baby once. But wasn't that baby an undercover cop? Well, yeah, it was. But they didn't know that. Now, did they? Anyways, they helped her escape the city through the East Tunnel, the one that leads to Flint's room, and she said he wasn't there. She believes he's gone missing. I need to go and check on Flint. Maybe he's still in the house, but Millie doesn't want me to go alone. She says it's possible for the red man to have found an exit to my house. She's really scared. Wait, what red man? She was telling me about this man, dressed completely in red. He came down to Paper City recently and was asking questions about me. He's asking questions about you? What's so interesting about you? Hey, I'll have you know there are a lot of people out there who find me interesting. Millie is really scared of this man. I can't leave anything to chance. Will you help me out? Whoa there, sugar cup. Even if I come along, and I'm still thinking that one over, I'm afraid a crucial component that'll help in our future investigation is missing. Dein Hut, deine Nase, dein linker Schuh, mein Bruder. Ich würde sagen, den Hut. Your hat? No, I'm phasing that one out. Your magnifier? That's right, doll face. Now be a good assistant and go find it for me. I'm sorry, your assistant? You know what I mean. Now get cracking. Okay, wir haben ja schon das Vergrößerungsglas an sich gefunden, uns fehlt aber... können wir das jetzt vielleicht... Come on! Okay, können wir vielleicht das rauspuppeln? I broke my mom's glasses. Ah. I better find use for this lens now. This won't hold. I need some sort of adhesive. Okay, wahrscheinlich finden wir den irgendwo im Schreibtisch und ich habe das übersehen oder sowas. Oder hat er hier Kleber? Er hat den Kleber direkt vor sich stehen. Können wir den uns einfach, also... I bet this glue will be useful. Better take it with me. Sehe ich auch so, junge Dame. Kleber jetzt hier dran. Do what with it? Oder hier ran. There we go. Now I just need a lens. Voila, a perfect crime. Ted will never know. So, liebe Leute, aber oh, wir haben sogar eine Errungenschaft bekommen, Arts and Crafts. Aber liebe Leute, bevor wir dem guten Mann sein Vergrößerungsglas wiedergeben, machen wir an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und legen morgen in der nächsten Episode wieder los mit Let's Play Bear With Me. Bis dann. Tschüss.